Ja, einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine Ohren wollen im Augenblick nicht, aber ich glaube, ich bin auch verständlich. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Als ich heute Morgen in Berlin abfuhr, war meine Frau noch überzeugt, guck erst mal, ob du da überhaupt hinkommst. Also wenn Sie gestern Abend die Tagesschau gesehen haben und heute Morgen das Morgenmagazin, war das eigentlich eine Insel fern weg von allen Erreichbarkeiten. Die Wetternachrichten waren dramatisch. Aber das ist das Schöne, die Deutsche Bahn AG ist antizyklisch. Wenn alle glauben, sie kommt zu spät, ist es pünktlich. Und wenn sie glauben, heute kann nichts passieren, passiert's. Also sie war pünktlich. Und deswegen konnte ich gerade noch die letzten Tropfen Regen mitnehmen. Und Sie sehen, jetzt hat es aufgehört zu regnen. Morgen, sagt der Wetterbericht, soll es ja besser werden, selbst in Bayern. Und deswegen können Sie zumindest geruhsam nach Hause gehen hinterher. Und ich danke Ihnen nochmal, dass Sie trotz dieser Wettermeldung gekommen sind. Nun muss ich sagen, ich bin durchaus beeindruckt. Das letzte Mal vor 14 Tagen in der, sagen wir mal, streng sachlichen Architektur der Universität. Habe ich doch nett gesagt, streng sachlich. Und sicherlich funktional in jeder Hinsicht eine großartige Möglichkeit, eine neue Universität, eine Reformuniversität voranzubringen. Und jetzt hier im Rokokosaal. Da kannst du dich ja nur darüber freuen, dass das, was du wahrscheinlich hinterher kriegst, da schon steht. Sonst hättest du ein paar Probleme. Jedenfalls ist das eine Motivation, auch in diesem Saal sachlich zu bleiben und nicht in den ausschweifenden Ornamentik des Rokokos sich wiederzufinden. Sie wissen, als ich gefragt wurde, ich könne und solle und dürfe diese Jakob Fugger Gastprofessur, so nenne ich es mal anspruchsvoll, übernehmen, habe ich mir lange überlegt, ist das sinnvoll, kannst du überhaupt noch an Universitäten so sprechen, dass die, die vor dir sitzen, auch wissen, dass du was gesagt hast und nicht nur geredet hast. Habe dann also diesen mutigen Schritt gemacht, habe mich gefreut, dass man das Thema, was ich genannt habe, als hilfreich angesehen hat. Sie wissen, der erste Überschrift war das Anthropozän, Konsequenzen für die parlamentarische Demokratie. Das ist ja praktisch so das Überwölbende für die drei Vorträge, die ich hier machen darf. Ich habe mich bemüht, deutlich zu machen, dass offenbar das Eindringen des Menschen in die Bausteine von Leben und Natur immer stärkere Konsequenzen haben kann in den Entscheidungen, die er in dieser Kenntnis trifft, weil die damit verbundenen Folgewirkungen immer länger in Zeit und Raum sind und im Zweifel nicht alle so aufgearbeitet werden können, dass nicht negative Konsequenzen damit verbunden sind, was wiederum zur Folge hat, dass mehr oder weniger eine alternativlose Notwendigkeit besteht, diese negativen Konsequenzen vorangegangenen Handelns zu behandeln. Dies ist eine steile These. Sie führt natürlich dazu, dass offenbar der Mensch immer stärker eingegrenzt wird in dem, was Hannah Arendt gesagt hat, anfangen können, Alternativen haben, ist der Kern der Freiheit, in der Möglichkeit, also andere Wege zu gehen, als die, die vorgegangen worden sind, weil sie Fahrtabhängigkeiten erzeugt haben. Eine steile These auch in einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen berufen fühlen, in ihrer Person selbst die Alternative zu sein, was wiederum ganz andere Konsequenzen hat für die Stabilität einer Gesellschaft. Und dies dazu führt, dass wir wohl offenbar die Konsequenzen wiederum in einer Weise behandeln, dass die Wahrscheinlichkeit immer größer wird, dass damit wiederum negative Konsequenzen begründet werden. Ich habe mich dabei in besonderer Weise auf Paul Crutzen bezogen, Nobelpreisträger, Chemiker, Leiter des Helmholtz-Zentrums für Chemie in Mainz, jetzt noch lebend, noch älter als ich, 83 Jahre, und pendeln zwischen den USA und
meins. Der in Kenntnis dieser Abhängigkeiten, die der Mensch durch sein eigenes Tun sich erzeugt hat, davon spricht, dass wir eigentlich nicht mehr von einem Naturzeitalter sprechen können, also von einem Holozän, in dem wir in den letzten 11.000, 12.000 Jahren gelebt haben, nebenbei sehr, sehr komfortabel für den Menschen, sondern dass wir in einem Menschenzeitalter, in einem Anthropozän leben. Dies ist, wie ich bemüht war zu zeigen, nicht mehr nur so etwas, sagen wir mal, esoterisches, universitäres, wissenschaftlich überzogenes, sondern es ist in breite Bereiche der Gesellschaft eingedrungen. Es wird intensiv darüber auch diskutiert, tatsächlich diese Entscheidung zu machen, also zu einem Anthropozän als neuer Weltepoche überzugehen, mit weitreichenden Konsequenzen. Dass man dann sagen muss, Natur ist eigentlich nicht mehr Natur. Es gibt nicht mehr die natürliche Natur, sondern die Natur ist das, was der Mensch erlaubt, Natur zu sein. Dass bisher die Meinung war, der Mensch betrachtet das Ökosystem als sein Umwelt. Umwelt ist ja auch schon eine sehr anthropozentrische Konsequenz in der Formulierung. Um wen ist sie denn herum? Also um den Menschen. Und es ist so schön gesagt worden, wir müssten eigentlich ein menschliches System denken. Das Natürliche wird zum Register der letzten Entwicklungsphase der Moderne. Das also letztes Mal. Und geendet hat das alles mit dem Schlusssatz von Paul Crutzen im Geology of Mankind. Noch einmal, ich hoffe, dass die, die da waren, tatsächlich mal gesehen haben, ob man da lesen kann. Wie gesagt, 625 Worte. Nature 2002 ist also durchaus in Lesegröße zu rezipieren. Und er endet damit, dass eine daunting task, eine herausfordernde Aufgabe vor Wissenschaftlern und Ingenieuren besteht, den Menschen durch dieses Anthropozän zu führen. Und das requires appropriate human behavior and will increase also climate change and geoengineering on a high level. Einer der Teilnehmer vom letzten Mal hat dann ganz am Ende der Diskussion gefragt, aber ich hätte doch nicht erwähnt, dass der letzte Satz in dem Aufsatz hieße, Sed terra incognita. Also offenbar ist das, was er sagt am Ende, auch aus seiner Sicht heraus noch unbekannte Zukunft. Was ist das? Es ist also eigentlich ein Belegstück für das, was er vorher selbst gesagt hat, dass wir wieder Abhängigkeiten darin schaffen, dass wir das, was vorher als negative Konsequenzen des bisherigen wirtschaftlichen Systems und des Wachstums gewesen ist, dass wir das bewältigen und neu schaffen müssen. Terra incognito, incognita, großes Latinum, tapfer, ganz ruhig. Also, wie sieht das denn aus? Und da gibt es ja nichts Naheliegenderes in der gegenwärtigen Diskussion, als zu fragen, wie sieht denn das in der Klimapolitik aus? Sie ist, wenn Sie die Umfragen in Deutschland sehen, an die Spitze aller politischen Aufgaben getreten. Wir haben Fridays for Future, wir haben große Bewegungen in der Bevölkerung, die sich damit Gedanken darüber macht, was kann denn getan werden dagegen. Man bemüht sich im politischen, aber auch im außerpolitischen Bereich, Vorschläge zu machen, Maßnahmen zu machen, wie man dieses bewältigt. Angefangen und nochmal umgesetzt wurde das nur 2015 in dieser Klimaveranstaltung in Paris. Das ist ganz interessant. Und wenn Sie einen Älteren einladen, geht er immer ein bisschen darauf zurück, das haben wir damals auch mal gemacht, da muss man durch. Interessant ist es deswegen, weil das Paris-Abkommen ja als ein Durchbruch, als eine ganz besonders erfreuliche Situation angesehen wird und Paris als einen großen Erfolg dargestellt wird. Es ist deswegen interessant, weil 3 Jahre vorher in Kopenhagen, diese Klimakonferenzen sind jährlich, wir hatten sie auch damals nach Rio begonnen, dass da der absolute Chaos ausgerufen wurde und das Scheitern der Umweltpolitik. Warum? Es war Obama-Zeit,
Und Obama ist dahin gekommen und gesagt, das, was wir bisher gemacht haben, machen wir nicht mal weiter. Denn das Kyoto-Abkommen hatte festgehalten, dass jedes Land sich Ziele setzen soll, legally binding targets. Und diese müssen erreicht werden, wenn nicht, sind daraus Sanktionsmechanismus zu bekommen. Es gab eine ganze Reihe von Staaten, die sich gar keine Ziele gesetzt hatten, andere hatten sich welche gesetzt, haben das aber mehr als eine öffentliche Darstellung verstanden und nicht als Handlungsauftrag. Es brach also das alte System, dass die Staaten verpflichtet fühlten, Ziele, die sie auch zu Hause vertreten mussten, weil sie sie selbst gesetzt hatten, umzusetzen. Dann konntest du ausrechnen, was kommt denn, wenn diese Ziele umgesetzt werden, als Summe heraus für die Klimaveränderung. Das brach da zusammen. Frau Merkel war auch in Kopenhagen und kam entsetzt zurück, das sei der Ende und der Zusammenbruch der Klimapolitik. Und jetzt Paris. Der Umbruch war wie folgt. Man hat gesagt, wir machen nicht mehr einzelne Länder verantwortlich, sondern wir nehmen uns ein globales Ziel. Wir wollen erreichen, dass das Klima sich in Rahmen hält, der etwa 2 oder 1,5 Grad über vorindustriellem Level liegt. Das ist die obere Grenze. Bis dahin können wir die Veränderung wahrscheinlich auch ausbalancieren, können wir gravierende Konsequenzen für die Menschen und ihre Gesundheit, ihr Überleben ausschließen. Also es war eine Umkehr, ein globales Ziel, und in dies hinein sollten nicht mehr verbindliche Ziele der einzelnen Länder gesetzt werden, sondern sogenannte NDCs. Sie merken, es ist die Abkürzungswelt, in der wir gelandet sind. NDCs heißt National Determined Contribution. Man teilt also mit, welche Beiträge hat denn das Land vor, dazu zu leisten. Es ist ein globales Ziel, das durch National Contribution erreicht werden soll. Diese Tatsache kann man natürlich dann auch wieder zusammenrechnen, was auch gemacht worden ist. Wenn du jetzt alle National Determined Contribution, die von den Ländern in Paris gemacht worden ist, zusammenzählst, wirst du nie eine Welt mit maximal 2 Grad Steigerung haben, sondern deutlich über dies hinausgehend. Also was dort die Länder zugesagt haben, reicht nicht, um das Ziel, was dort gemacht worden ist, zu erreichen. Wenn sie das tun, brauchen sie etwa viel Optimismus, wenn sie sagen, wir bleiben unter 3,5% und nicht bei 3%. Warum nicht bei Prozent? Kaum hast du mal den Wein erwähnt, bist du bei Prozent. Muss ja nicht sein. Nicht Prozent, sondern Grad. 3,5 Grad, also eine Welt, die nach der Aussage wissenschaftlicher Forschung nicht mehr handelbar ist, Konsequenzen haben wird, die man nicht mehr in den Griff bekommt. Die Ratio dahinter, über die Zeit, die jetzt kommt, werden die einzelnen Länder ihre Beiträge erhöhen und am Ende werden wir genau diese erreichen, die wir brauchen, um eine Stabilität zu bekommen. Globale Ziele sind schwierige Ziele. Wissen Sie, es ist nämlich immer damit verbunden, die Erwartung, dass der andere der ist, der die Ziele erreicht. Und man selbst eigentlich entweder zu klein ist, um da was zu machen, oder wenn überhaupt, dann die Mitwirkung anderer braucht. Und diejenigen, die was machen müssten, sind außerordentlich skeptisch gegenüber dem, was gemacht werden sollte. Und sie entfernen sich dann mal von diesen National Determined Contribution. In der Zwischenzeit ist also das Abkommen von Paris nicht auf dem Weg, diese 2 oder 1,5% zu erreichen, sondern ganz im Gegenteil, wir sehen, dass diese Verpflichtung nicht eingehalten wird. Keines der großen Industrieländer ist auf dem Weg, die dort gemachten Versprechungen zu realisieren. Einige haben sich gänzlich aus der Sache herausgezogen, denn auch darauf kommen wir zurück. Man kann natürlich den Hinweis darauf machen, wir wissen noch nicht genau, und bevor wir es nicht genau wissen, machen wir erstmal gar nichts. Wir sind, wenn Sie es negativ sagen, Klimaleugner, Sie sagen Klimarealisten. Wir gehen auch mit wissenschaftlichen Instrumenten daran und belegen, dass das, was dort
wissenschaftlich belegt wird, nicht oder nicht hinreichend gesichert ist. Die Amerikaner gehören dazu, wobei ich dabei ganz vorsichtig sein muss, nicht die Amerikaner, sondern die Trump-Regierung ist der Meinung, dass es das nicht gibt. Wenn Sie nach Kalifornien kommen, sehen Sie in Kalifornien ein ganz großes Klimabewusstsein. Sie sind die Treiber. Sie haben auch, glaube ich, 2 Jahre lang praktisch kein Wasser mehr gehabt. Und das treibt dann schon mit. Solche Erfahrungen sind da mehr wert als welche Reden auch immer. Auch in den größeren urbanen Zentren der USA ist durchaus ein sehr starkes Klimabewusstsein vorhanden. Aber der rahmensetzende Handlungsauftrag an die Regierung ist nicht mehr da. Interessanterweise können Sie davon ausgehen, dass der Zweifel an klimawissenschaftlichen Ergebnissen umso größer wird, je rechter Sie auf dem politischen Spektrum sind. Das ist keine Wahlkampfrede, nicht, dass das meint, sondern es ist so. Der neue Präsident von Brasilien ist genau dieselbe Situation. Wenn Sie heute hingehen nach Polen oder anderen Ländern, haben Sie genau dieselbe Situation. Es ist eine sehr eindeutige Bewegung, die sich, ich will das nicht sagen, auch erklären lässt über die Globalisierung dieser Themen. Aber sie ist da. Merke also, es muss offenbar deutlich mehr gehandelt werden. Was ist gegenwärtig das Handlungsinstrumentarium, was wir haben? Wenn Sie das beispielhaft in Deutschland sehen, heißt das entscheidende erste, Emissionsmindern. Weniger CO2 oder CO2-äquivalente Emissionen. Wir haben uns einen Fahrplan gesetzt bis 2050. Dort wollen wir praktisch CO2-frei sein. Knapp darunter, darüber wird intensiv gerungen, ob das 80% oder 95% sind in dieser Bandbreite. Dies wäre das Ziel. Dafür hat man ein Zwischenziel gesetzt, was immer hilfreich ist, das für 2020 sagte, wir wollen auf jeden Fall 40% schon weniger sein. Dabei, ich hatte darauf hingewiesen, muss man sehen, dass in Deutschland die Kurve, die um 1 Milliarde Tonnen CO2 schwankte am Anfang, also 1990, eine relativ deutliche Abwärtsbewegung hatte. Merke, wir haben bei den Verhandlungen, die habe ich nur selbst noch mitgemacht, deswegen kann ich da authentisch darüber berichten, uns extrem bemüht, das Jahr 1990 zu haben. Sie würden sich fragen, warum war das so wichtig? Das war für uns deswegen so wichtig, weil in 1990 die Belastungskurve der DDR, die gerade zu Ende geht, noch voll da war und es eindeutig und ohne allzu große Schwierigkeiten, wie wir wissen, sind die Schwierigkeiten genug gewesen, möglich war, diese überdurchschnittlich hohen Emissionen pro Kopf in der DDR zurückzuführen. Sie müssen wissen, bei der Wiedervereinigung war das Territorium der DDR, was jetzt die neuen Bundesländer sind, damals die Silbermedaillengewinner in Pro-Kopf-Emissionen an CO2. Eine reine Braunkohlenwirtschaft mit vergleichsweise schlechten Wirkungsgraden, brauchst du nicht mehr zu sagen, wirst du das natürlich wiederfinden. Und wir haben gesagt, wir können das mit 1990, bei 92 hätten wir schon große Schwierigkeiten gehabt, weil schon die ersten abgeschaltet waren, werden das ohne Schwierigkeiten zurückgefahren. Das ist auch eingetreten. Wir liegen jetzt knapp unter 900 Millionen Tonnen CO2 in Deutschland. Das ist etwa die Größenordnung. Aber in den letzten Jahren sind wir Strich gefahren, mehr oder weniger. Wir haben sehr viel Zusätzliches gemacht im Zusammenhang mit der Stromerzeugung. Dank Ihrer Geduld bei hohen Strompreisen. Denn auf diese Art und Weise, auch das muss man wieder sagen, ist einer der wichtigsten Beiträge Deutschlands in der Klimapolitik global dadurch passiert, dass wir durch die Förderung der Solarenergie in besonderer Weise eine Lernkurve für CO2 bekommen haben, die es ermöglicht, auch in anderen Ländern Solarenergie wirtschaftlich vertretbar einzusetzen, die bessere natürliche Bedingungen haben. Also, da sind wir vorangekommen. Überhaupt nicht vorangekommen sind wir in der Mobilität, muss man deutlich sagen. Und wir sind kaum vorangekommen im Bereich der Wärme. Also, Emissionsmindern zeigt sich, ist bei einem Land wie Deutschland schon eine nicht unerhebliche Schwierigkeit.
Dann sagt man, da muss man mehr Instrumente dazu füttern. Das ist die breite Diskussion über den Preis für CO2. Es ist leider Gottes immer wieder so, dass man geneigt ist, in unserer medienorientierten Welt komplexe Tatbestände so weit in der Komplexität zu reduzieren, bis sie auf ein für alle verständliches Instrument gekommen sind. Und wenn du sagst, eine CO2-Steuer, ein CO2-Preis, das ist kommunizierbar. Und deswegen ist es gut, da kurz einzuhalten, einfach deswegen, weil die Preissetzung dafür in einem hochindustrialisierten und sehr wohlhabenden Land im Durchschnitt wie Deutschland eine andere Rolle spielt als in Afrika. Und ich muss ja solche Instrumente entwickeln, die auch in der Welt insgesamt genutzt werden können, die globalisierungsfähig sind. Sonst mache ich mir einen schlanken Fuß und sehe dann hinterher, dass wir eben mit unseren knapp 2% CO2-Emissionen weltweit das Klimaproblem allein nicht bewältigen können, sondern andere mitnehmen müssen. Größte Herausforderung für technologisch führende Länder in diesem Bereich ist, entwickle Techniken, die andere übernehmen können in ihre jeweilige Realität hinein. Solarindustrie, ein klassisches Beispiel dafür, bis zum heutigen Tag immer wieder zu unterstreichen. Wenn wir also CO2-Preise über Steuern oder Abgaben haben wollen, dann müssen wir wissen, haben wir auch etwas zu tun mit der Frage, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert und welche Wirkungen damit verbunden sind. Nun habe ich hinreichend lange genug Ökonomie studiert, wo auch Herr Gahlen herkam, der hier in Augsburg ja hinreichend Spuren hinterlassen hat, als Starter der ökonomischen Fakultät, wenn ich das richtig sehe. Einer der Starter, um Gottes Willen. Gibt immer, wenn es erfolgreich war, gibt es immer mehrere. Das ist eine allgemeine Lebensweisheit. Wenn das also so ist, weiß ich, auf Preise mit Steuern hinzukommen, ist immer mit der Frage verbunden, wie flexibel ist denn die Anpassungsmöglichkeit? Das heißt, wie sieht das denn aus? Ist eine Preisflexibilität der Nachfrage gegeben? Kann derjenige, der draußen seine Wohnung hat, weil er den hohen Mieten in der Stadt fliehen wollte, dafür aber eine Pendelstrecke zurücklegt, kann der auch, wenn das ansteigt, darauf verzichten, das Auto zu nutzen? Wahrscheinlich nicht, der ist starr daran mitgebunden. Deswegen ist immer die große Besorgnis, wenn wir sowas machen, dass wir sehr schnell soziale Konsequenzen daraus haben. Ein Blick nach Frankreich und der Reaktion von dem Präsidenten Macron und die Gelbwesten zeigt Ihnen, was ich damit meine. Die Menschen sehen das nicht als Instrument, das für den Klimawandel zu nutzen ist, sondern sehr viel stärker als eine indirekte Steuer. Und indirekte Steuer haben immer generell regressive Wirkungen. Das heißt, sie betreffen den kleinen Mann stärker als den Reicheren, der eben nicht 100% seines Einkommens für Konsum ausgeben und deswegen nicht überall etwa der Mehrwertsteuer unterliegt. Also ist es klug, meine ich, dass man zunächst mal fragt, was haben wir denn für Energiesteuern in Deutschland? Wir zahlen über 60 Milliarden Euro Energiesteuern pro Jahr. Welche Steuern haben wir denn, die wir dafür mit nutzen könnten? Sie wissen sicherlich, dass wir eine Mehrwertsteuersystematik in Deutschland haben, die einen halben Mehrwertsteuersatz oder den niedrigen Steuersatz von 7% und den vollen von 19% hat. Wenn Sie sich einmal ansehen, was 7% zahlt und was 19%, dann kriegen Sie Tränen in die Augen. Also nur mal ein kleines, ganz besonders exotisches Beispiel. Für Hundekekse ist der niedrige Steuersatz. Für Kekse für Kinder ist der hohe Steuersatz. Für Milch ist der niedrige, für Sojamilch der hohe. Und so kannst du durchgehen durch alles, was du willst. Es ist nicht rational. Es ist vor allen Dingen eins nicht. Nicht an irgendeiner Stelle mit Klima und mit CO2 gebunden. Genauso wie alle anderen Energiesteuern, Stromsteuern und so weiter, die wir zahlen, eigentlich kontraproduktiv sind zum Ziel der Klimaverminderung. Wenn du das in der Vergangenheit entwickelt hast, hast du es entwickelt unter dem Gesichtspunkt, dass wir die heimische Kohle verwerten wollten. Das haben wir subventioniert, das ist jetzt kontraproduktiv zum anderen.
Also hielt ich es für sehr, sehr wichtig und sehr notwendig, dass wir eine Energiesteueranalyse machen und dann entscheiden, in welchen Bereich wir hinein zusätzliche Anreize für CO2-mindernde Techniken haben, die wiederum so weit gefördert werden können, dass sie auch für andere übernehmbar sind. Kommen wir auf die zurück. Also, Sie sehen, das ist nicht damit gemacht, wenn wir jetzt eine CO2-Steuer haben und keine Gelbwesten haben, haben wir das Klimaproblem noch nicht bewältigt, sondern wir haben einen Beitrag dazu geleistet und den sollten wir so rational machen wie nur irgend möglich, damit wir auch den Menschen in Deutschland sagen können, so ist das Geld, was du ohne dies zahlst, am sinnvollsten auch für den Klimabereich anwendbar. Halte ich für wichtig. Wir müssen sehen, dass Instrumente, die wir jetzt nutzen, noch nicht wirklich aufgegriffen worden sind im Bereich der Landwirtschaft. Wir haben in der Landwirtschaft erhebliche CO2-Emissionen und wenn Sie das international sehen, noch stärker. Sie wissen, wir sind in der wunderbaren Situation, dass wir doch in großen Mengen Soja aus Südamerika importieren. Dieses Soja in großen Tierproduktionsanlagen, etwa im Oldenburger Münsterland, um Kloppenburg und andersherum, in die Tierproduktion hineinbringen und das so gewonnene Fleisch exportieren. Die Gülle bleibt aber dummerweise bei uns und die hat dann wiederum negative Konsequenzen für das, was wir gerade vermeiden wollten. Wir sind also große Flächenverbraucher in Amerika, in Südamerika in besonderer Weise, Argentinien, ein Stück Brasilien auch, und haben diese damit verbundenen Dinge zu einer Veränderung unserer Außenhandelsbilanz, ohne dies von allen anderen schon als extrem positiv angesehen und berechtigt angesehen wird und uns Ärger schaffen, nicht nur bei Herrn Trump. Sie sehen also, diese Dinge sind, ich will jetzt keine deutsche Klimapolitik hier machen, ich will nur sagen, wo die Ansätze liegen. Sie liegen in der Minderung, die auch, wie der Ökonom sagt, präzial ausgerichtet sein sollte, aber dann bitte so rational, dass das jeder nachvollziehen kann und dass wir das, was wir jetzt schon für Energiesteuern bezahlen, auch und gerade wirksam wird für die Verminderung von CO2-Emissionen. Ich habe die Mehrwertsteuer extra nochmal dazu gesetzt, weil sie nicht eine Erhöhung, sondern eine Verschiebung darstellt. Eine Verschiebung der Entlastungskurven in diesem Bereich. Ich habe mir einmal fast den Tort angetan, alle diese Entlastungen mal durchzusehen. Nach 2 Stunden lesen verzweifelst du, machst du nicht weiter. Es gibt hochrichterliche Urteile über die Frage, was ist und was ist nicht. Also wenn du einen Burger im Restaurant isst, dann sind das 19%. Wenn du den Burger im Drive-In isst, sind 7%. Also solche Sachen. Das kann auch jemand wieder argumentieren, sagt ja, der hat aber nicht dort die Gastdienstleistungen genossen, sondern die macht er ja zu Hause oder wo auch immer. Ich fahre nicht in Drive-In. Ich weiß es nicht, aber Sie haben sicherlich eine breite Erfahrung, wo man die im Drive-In gekauften Burger isst, jedenfalls nicht in einem Gasthaus. Und deswegen ist das andere Steuersätze. Rational und für CO2 unnötig, völlig unnötig. Ganz im Gegenteil, du bringst noch mehr Leute zum Autofahren an die Burgerstationen, an die Drive-Ins. Also diese Richtung kannst du und musst du weiter vornehmen, vor allen Dingen, weil auch in Paris etwas drinsteht in dem Abkommen. Für die Fachleute verweise ich nur auf den Artikel 6. Das sind die sogenannten Kompensationsmöglichkeiten. Da wird eben gesagt, es ist die Möglichkeit, dass ein Land mit einem anderen Land einen Vertrag abschließt und in dem anderen Land CO2-Minderungsmaßnahmen trifft, die zum Teil auch zu Hause angerechnet werden können. Was ja viel Sinn macht. Du kannst natürlich sehr, sehr schnell sagen, dass in anderen Ländern eine Minderung von einer Tonne CO2 wesentlich kostengünstiger ist als bei uns. Also wenn Sie sehen, dass wir für das Aussteigen aus der Braunkohle bei uns bis zu 40 Milliarden Euro bezahlen, dann sagen mir alle, die ich sehe international, die ich kenne, es kann nur ein extrem reiches und damit fixiertes Land sich sowas leisten, das ist nicht globalisierungsfähig, das können wir nicht machen. Also ist es sinnvoll zu fragen, wie können wir kooperieren? Wie können wir kooperieren?
Die Wirtschaft kann sowas auch machen, steht auch in Paris drin. Artikel 6, 6.4, da ist die Industrie mit drin. Und die macht das. Wahrscheinlich haben Sie auch gehört in letzter Zeit, dass so ein Unternehmen wie Bosch oder VW gesagt haben, sie werden bis zum Jahre 2030 klimaneutral sein. Und wenn die das können, sagen alle, dann müssen wir alle anderen auch können. Das wäre ja nur ein Lacher, wenn so ein großes Unternehmen klimaneutral sein kann. Wenn Sie sich das genau ansehen, ich sage das nicht kritisch, ich sage es nur analytisch. Wenn Sie das genau ansehen, ist es so, dass Sie etwa 40% dieser 100% CO2 bei sich selbst machen. Das ist schon eine Verpflichtung, dass Sie Emissionen mindern. Sie machen etwa 20% über die Zusammenarbeit mit Ihren Unternehmen im Ausland und 40% plus minus Unterschied nach den einzelnen Unternehmen machen Sie als Kompensationsmaßnahmen. VW, können Sie nachlesen, ist ein veröffentlichtes Klimaprogramm von VW, sagt, sie wollen für den Rest großflächige Aufforstungsmaßnahmen in Brasilien machen. Und da sind wir schon am Ansatz des Climate Engineerings. Deswegen habe ich das so versucht klarzumachen, das überschreibt. Was heißt das? Du kannst also auch Klimaschutz betreiben, indem du CO2 bindest. Wir sprechen von sogenannten Klimasenken. Wenn auch ein wichtiger Hinweis damit verbunden, CO2 ist ja nicht Gift. CO2 ist ja für die Natur unentbehrlich. Es wächst in der Natur überhaupt nichts ohne CO2. Nur wir haben im Augenblick zu viel davon. Und es gibt nicht so viel Wachstum, dass dieses aufgenommen werden könnte. Deswegen geht so viel in die Atmosphäre. Wenn du also die Aufforstung erhöhst, hast du damit auch einen positiven Klimaeffekt. Du hast eine Senke mehr. Und wenn du das in Brasilien machst, ist das über Artikel 6, 4 auch abgedeckt. Alle diese Maßnahmen nennt man dann hinterher eine bilanzielle Klimaneutralität. Also wenn Sie irgendwo lesen, bilanzielle Klimaneutralität, denken Sie immer dran an die Kompensation. Überall in der Industrie wird das, an vielen Stellen in der Industrie wird das gemacht. In unseren öffentlichen Diskussionen findet das gar nicht statt. Finde ich lustig und fast so ein bisschen ärgerlich, einfach deswegen, weil viele der Entwicklungsländer dies überhaupt nur mitgemacht haben, das Pariser Abkommen, weil sie über diesen Artikel so eine Verbindung von Entwicklungspolitik und Klimapolitik haben wollten. Dann sagen, indem wir Klimapolitik machen, kriegen wir auch bei uns einen Entwicklungseffekt zustande. Und damit ist das für sie eine doppelte Interessiertheit. Das haben sie gemacht. Leider Gottes ist dieses nicht oder noch nicht so weit geschritten. Wenn du das heute sagst, kriegst du natürlich immer die große Vorwurf, der will zu Hause nichts machen. Das ist Ablasshandel. Das wird ja im privaten Bereich auch gemacht. Weiß ich, es gibt solche Institutionen, Nichtregierungsorganisationen. German Watch zum Beispiel hat eine Tochter, Atmosphäre. Die machen das Angebot, wenn sie eine Reise machen, dass sie für diese Reise die CO2, die sie verbrauchen, kompensieren können. Sie können dort etwas bezahlen und das Geld wird eingesetzt, um klimafreundliche Entwicklungen im Ausland konkret zu machen, werden lizenziert und so weiter. Sehr, sehr schlechtes Image in der Öffentlichkeit, haben gerade einen breiten Bericht im ZDF darüber gesehen, der das eben als Ablasshandel ansieht. Die fahren ja doch, wenn sie doch fahren, könnte ich ja dazu sagen, wenn sie denn schon fahren, sollen sie wenigstens was dafür bezahlen, dass das kompensiert wird. Aber diese Zusammenhänge kriegst du schwer über. Denn merke, der Unterschied zwischen der Luftreinhaltepolitik, die wir in meiner Zeit vorhin betrieben haben, nämlich SO2, Schwefeldioxid, die aus Kraftwerken kamen und die Waldsterben und sauren Regen und anderes verursacht haben. Da ging es darum, um die Emissionen. Wo kommt das denn an? Bei Klima geht es nur um die Emissionen. Wo geht denn was raus?
Die Tonne CO2 in Indonesien ist genauso klimarelevant wie die Tonne aus Essen oder aus Siegen oder aus Augsburg. Insofern ist diese Betrachtung zwischen Emission und Immission nicht ganz einfach überzubringen. Und wir machen in Deutschland, das muss ich doch wirklich nochmal unterstreichen, eine verdammt national begrenzte Klimapolitik. Und wir müssen mehr tun dafür, dass wir darüber hinauskommen. Denn alleine nationale Klimapolitik, ich sage nicht keine, sondern nicht alleine Klimapolitik, wird es nicht machen. Aber die Pariser Ziele bleiben immer mehr Hoffnungswerte. Und deswegen kommen andere auf die Idee und sagen, was können wir denn sonst noch machen? Es gibt einen bemerkenswerten Bericht der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften über die Klimaentwicklung. Nebenbei, der Präsident der Päpstlichen Akademie ist Professor Joachim von Braun, ein deutscher Protestant, der die Päpstliche Akademie der Wissenschaft leitet. Finde ich auch sehr bemerkenswert. Guter Freund und wirklich auch diese Ehre voll und ganz verdient. Und Sie haben das aufgeschrieben und haben gesagt, wir müssen wirklich fast das Nicht-Denkbare denken. Und wir müssen uns fragen, was können wir tun? Und dann kommen wir wieder zurück auf Paul Crutzen und sagen, terra incognita. Was ist denn Climate Engineering? Und welche damit verbundenen Bereiche haben wir denn zu bedenken? Und dann sollte man sich etwas darüber fragen, wie sieht das denn mit dem Spagat aus, dass ich beim letzten Mal gesagt habe, es gibt eigentlich nie eine Entscheidung, die bei 100% der Information getroffen wird. Menschliche Entscheidungen sind immer Entscheidungen bei unvollkommener Information. Selbst bei Eheschließungen soll das so sein, dass unvollkommene Informationen auch eine Rolle spielen können. Das heißt, wenn dem so ist, ist immer das Risiko damit verbunden, dass auch etwas Negatives daraus kommt. Dieser Hinweis, dass Klimaaussagen, wissenschaftliche Aussagen immer Probabilities und nicht Certainties sind, werden natürlich von vielen dann genutzt, um zu sagen, aha, wir wissen es noch nicht genau, also können wir und müssen wir noch warten. Du kannst nicht handeln. Das war das Ergebnis beim letzten Mal ja in etwa auch. Wenn du weißt, dass du wiederum Fehler machen kannst, musst du dich ja umso mehr fragen, ob du dir entscheiden kannst, ja oder nein. Und jetzt kriegen wir auf einmal den Hinweis, wir haben enorme Schwierigkeiten global. Die Ziele, die wir als wissenschaftlich gesichert vor uns sehen, umzusetzen mit Instrumenten, bei denen wir nicht genau wissen, welche Konsequenzen haben diese wiederum selbst. Das ist die Strukturlage, vor der wir stehen. Und da denke ich, muss man sich mit der Frage der Verantwortung schon beschäftigen. Ich bin großer Bewunderer und auch Lernender bei Hans Jonas. Hans Jonas, ein deutscher Jude, großer Philosoph, der das Buch Das Prinzip Verantwortung geschrieben hatte und der Titel Versuch einer Ethik im technologischen Zeitalter. Also wenn Sie wollen, vom Titel her genau das, was ich versucht habe, über die deutsche Klimapolitik und die damit verbundenen weiteren Entscheidungsnotwendigkeiten auszuführen. Er hat einen neuen kategorischen Imperativ dort formuliert und ich zitiere ihn: Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen mit der Permanenz echten menschenwürdigen Lebens verträglich sind. Da folgert daraus, dass wir eigentlich eine Heuristik der Furcht brauchen, dass wir im Zweifel nicht die bestmögliche, sondern diejenigen, die in ihrem Schlechten noch korrigiert, aber zum Ziel führen könnte, zu wählen haben. Eine unglaublich weitreichende Konsequenz. Also, handle so, dass die Wirkungen deines Handels mit den permanent echten menschlichen Lebens verträglich sind. Wir haben in Rio de Janeiro 1992
Rio-Erklärung gemacht. Dann gibt es auch die Rio Principles. Auch die kann man mal nachlesen, sind heute noch durchaus nachlesenswert. Und wenn Sie da zum Prinzip 15 kommt, ist das das Precaution Principle, das Vorsorgeprinzip. Und das ist, ich habe es deutsch übersetzt, drohen schwerwiegende oder bleibende Schäden, so darf ein Mangel an vollständiger wissenschaftlicher Gewissheit kein Grund dafür sein, kostenwirksame Maßnahmen zur Vermeidung von Umweltschäden aufzuschieben. Ende des Zitats. Also, das Vorsorgeprinzip sagt, du musst auch dann handeln, wenn du nicht 100% sicher bist, dass die Maßnahme nicht auch andere Schäden haben kann. Das hört sich wiederum sehr akademisch an, ist es aber gar nicht. Was meinen Sie, wie viele Nächte wir darüber, über diese Formulierung mit den amerikanischen Kollegen zu diskutieren hatten? Denn wenn Sie das, und das wurde ja natürlich hinterher dafür mit herangezogen, etwa in Handelsvereinbarungen einbringen, und wir haben das bei der Frage der genetischen Modifizierung Konvention zur Artenvielfalt, ja intensiv behandelt, Cartagena-Protokoll für diejenigen, die sich damit beschäftigen, dann kannst du also offenbar etwas zurückweisen, was du nicht 100% beweisen kannst, etwa unter dem Gesichtspunkt genetisch veränderter Lebensmittel, die anderen aber durchaus als bewiesen ansehen, weil sie nach dem Stand von Wissenschaft und Forschung und Technik vorgehen. Also die Frage, kannst du handeln und musst du handeln, wenn nicht vollständige wissenschaftliche Gewissheit da ist, ist nicht irgendwie etwas Weltfremdes, sondern etwas, was uns im täglichen Leben immer und immer wieder begegnet. Ich halte es für wichtig, dass wir uns dieser Problematik, die damit verbunden ist, durchaus bewusst bleiben. Dass wir uns also deutlich machen müssen, gerade wenn solche wirklich langfristigen Gefährdungen der Menschheit auf dem Spiel stehen, wie der Klimawandel, der dann nicht mehr reversibel ist, musst du unter dem Gesichtspunkt einer Heuristik der Furcht auch dann entscheiden mit Instrumenten, von denen du nicht hundertprozentig weißt, dass sie wirklich eintreffen oder nicht. Also Vorsorgeprinzip muss durchgesetzt werden. In Laudato Si schreibt das mit anderen Worten Franziskus, eine von der Ethik abgekoppelte Technik wird die Macht nicht selbst beschränken. Karl Popper spricht von der Notwendigkeit, immer wieder Falsifizierung zum Grundsatz von Wissenschaft zu machen und nicht Verifizierung zum Grundsatz von Wissenschaft zu machen, sondern alles dran zu setzen, bisheriges Wissen zu widerlegen und nicht es zu bestätigen. Weil du dann immer in der Gefahr bist, dass du eigentlich nur noch selektiv fragst und nicht mehr kritisch genug bist. Alles dies also ein Stück, in den die Klimapolitik jetzt hineingeht. Was sind diese Instrumente? Wir haben zwei Gruppen. Das eine ist die CDR, also Carbon Reduction Technologies. Darin gehört eben das, was ich vorhin gerade gesagt habe, kannst du Senken schaffen, kannst du Aufforstung machen. Das ist, Englisch nennt man das Carbon Capture, wir erfassen CO2. Das geht dann noch weiter, breite Diskussion, wir haben sogar ein Gesetz gemacht in Deutschland, wir, die Bundesregierung und das Parlament haben ein Gesetz gemacht, über diese Carbon Capture. Du kannst ja CO2 abspalten aus den Rauchgasen und kannst dieses CO2 zum Beispiel in Kavernen verpressen. Du kannst es dort lagern. Und kannst dann fragen, kommst zum nächsten gleich, gibt es nicht auch Wege, CO2 zu nutzen? Nennt man dann CCU, Carbon Capture and Use. Denn wenn CO2 kein Gift ist und die Natur es braucht, muss man ja versuchen, ob man mit CO2 nicht anderes macht und damit einen Kreislauf wieder schließt von CO2. So gibt es sehr viele wissenschaftliche und jetzt auch praktische Ansätze,
CO2 einzubinden in die chemische Industrie, Harnstoffproduktion, Ammoniakproduktion, außerordentlich bedeutsam, dass wir das schließen können. Wir sehen andere, ThyssenKrupp und die Chemie, nutzen die Gase, die entstehen bei der Nutzung von Kohle für den Eisenerzprozess. Alles dies sind Ansätze, dass du sagst, wenn wir CO2 abspalten können, können wir es möglicherweise erstmal lagern. Und wenn wir damit weitergekommen sind, können wir es auch nutzen. Und das nicht als Prinzip Hoffnung, sondern bereits jetzt sehen wir, dass solche Nutzungsmöglichkeiten gegeben ist. Merke, in dem Moment, wo du ein Problem zu lösen hast, fängst du wieder an, neu zu denken und anders zu denken. Genau das ist der Punkt, der damit verbunden ist. Also eine Gruppe CCR, diese Carbon Dioxide Behandlung in einigermaßen, wenn Sie so wollen, auch reversiblen Prozessen. Die Niederländer machen das im Augenblick in relativ großem Maße, indem sie aus den ausgekofferten Lagerstätten von Gas und Öl CO2 einpressen. Nebenbei mit der Konsequenz, dass diese Lagerstätten noch besser genutzt werden, weil der Rest von dem anderen rauskommt. Sie können sich vorstellen, dass die Russen zum Beispiel über sowas auch nachdenken, deren Erntemöglichkeiten aus ihren Kavernen massiv schlecht sind, weil sie keine Techniken dafür haben. Also du kriegst wiederum eine negative Konsequenz auf etwas, was du gemacht hast, weil du das andere zu bewältigen hast. Das, was wir letztes Mal erörtert haben, findest du sofort wieder. Und dann eben die Notwendigkeit, und das wäre dann schon ein ganz anderer Weg, dass wir diesen Kreislauf schließen. Wir können mit CO2 auch sehr stark die Speicherung von Strom weiterbringen, Strom zu Gas machen, Strom zu Chemie machen, Strom zu zu Treibstoffen zu machen, ohne dass man CO2 hinzufügt. Ist eine der vielen Dinge, der Fachmann weiß, dass sich auch sehr stark mit der Möglichkeit der Abspaltung von Wasserstoff natürlich beschäftigt. Ich gehe nicht in die technischen Einzelheiten. Wenn das gewünscht ist, können wir das gerne diskutieren. Also ein Teil dieser Climate Engineering, der, wenn ich es richtig sehe, weitestgehend schon abgehakt und akzeptiert ist. Bis auf die Tatsache, dass die Bürger nicht gerne auf einer Blase mit CO2 leben wollen. Also, dass wir ein Gesetz über CCS haben, heißt nicht, dass wir solche Lagerstätte haben. Wir hätten sehr gute Kavernen in Deutschland, aber das ist an dem Widerstand doch erheblich gescheitert. Das Pilotprojekt war in Mecklenburg-Vorpommern, was auch von der Technik her gesehen nicht das Thema war, aber die Akzeptanz der Menschen war nicht da. Und man ist in einer offenen Demokratie und deswegen kann man nicht etwas einführen, was nicht auch mitgetragen wird. Da muss man sich fragen, wo man Änderungen zu machen hat, nicht nur in der Darstellung, sondern in der wirklichen Überzeugung von diesen Lösungsmöglichkeiten. Ich sage das ohne irgendwelche Anklagen oder gar Hinweise darauf, was sind wir doch für dumme Leute, dass wir es nicht nutzen. Das ist es sicherlich nicht. Wir kommen also ganz ohne jeden Zweifel in eine Situation hinein, dass wir diese Überlegungen weiterziehen. Und die weiterziehen, die werden dann ganz besonders bedeutsam. Das nennt man dann hinterher Solar Radiation Management. Also das Management von Sonnenstrahlung. Das Albedo zu beeinflussen. Das hört sich nicht nur sehr, fremd und neu an, das ist es auch. Man kann natürlich die Sonneneinstrahlungen, die Aufnahmen der Sonne verändern. Das kann man auch in der Natur mitverfolgt haben. Sie wissen, dass, glaube ich, 1961 war es, jetzt haben Sie es nicht aufgeschrieben, ein großer Vulkanausbruch in der Welt war, der Pinatubo ist explodiert, muss man sagen, und hat riesige Partikelwolken in die Stratosphäre entlassen. Ergebnis, es wurde kühler in der Welt.
Das heißt, wenn du Partikel in der Stratosphäre hast, reflektiert das Sonnenstrahlen anders und du kriegst einen Kühlungseffekt. Viele verweisen darauf, dass die Auswanderungswelle aus Deutschland nach Amerika, etwa aus dem Hunsrück und anderen Mittelgebirgsregionen, sehr eng damit verbunden war, dass wiederum durch Partikelemissionen in die Stratosphäre es so kalt wurde, dass da keine Landwirtschaft mehr betrieben werden konnte und die Menschen sonst verhungert werden, ausgewandert sind. Ich selbst habe die Kolonien der Hunsrückdeutschen in Rio de Janeiro, in Porto Alegre im Hinterland gesehen. Wenn ich nie vergesse, bin da mal. Ich bin da in den Sonntagsgottesdienst gegangen. Heute ist der Bischof nicht da, da kannst du sehen. Konntest du mal was Bekennendes sagen? Bin da also gewesen und gehört. Denke, was sprechen die für eine Sprache? Ich wusste nur, Portugiesisch ist es nicht. Englisch war es auch nicht. Es war so, manchmal kriegt es so was mit wie einen deutschen Begriff. Und ich bin dann hinterher zu dem Pfarrer gegangen und habe gesagt, sagen Sie mal was, in Englisch, sagen Sie mal, was für eine Sprache haben Sie gesprochen? Da hat er gesagt, das ist Hunsrückdeutsch in Brasilianisch. Das war noch ganz, ganz gefestigte deutsche Hunsrück-Auswanderer, die bis in ihre Kirchenstrukturen und so weiter hinein, bis zu den Akkordeonorchestern und bis zum Gesang, alles nur hatten. Ich war da hinterher im Hunsrück politisch, wie man so schön sagt, auch tätig. Bin da mal gewählt worden, gab es sowas. Und dann haben wir die eingeladen. Das war richtig deswegen schön, weil die das alles besser konnten, als die, die da geblieben waren. Die waren wesentlich sattelfester in den deutschen Volksliedern auf Hunsrück. Also Sie sehen, diese Verbindung von Partikeln in der Stratosphäre hat Konsequenzen für das Klima auf der Erde. Und deswegen kommt man hin und sagt, Pinatubo können wir ja nicht machen. Aber wir können Schwefeldioxidpartikel injizieren. Wir können also in die Stratosphäre Partikel injizieren und damit praktisch, wenn Sie so wollen, wie am Thermometer spielen und sagen, wollt ihr noch ein bisschen mehr, wollt ihr ein bisschen weniger. Da bist du bei Terra Incognita. Da bist du genau dabei, aber ich komme gleich zurück, ich sage erstmal die anderen noch. Du kannst natürlich genauso hingehen, auch eine der Techniken. Und diese Technik, die ich gerade genannt habe, ist nicht irgendwie nur wiederum Hirngespinst von wenigen Narren. Ich verweise sehr auf das, was in Harvard gemacht wird. Intensivste Forschungsarbeiten für diese Dinge. Intensivste Forschung machen. Nicht überraschend, nebenbei komme ich gleich darauf zurück. Das Zweite ist, du kannst in die Atmosphäre Spiegel einbringen, die genau denselben Effekt haben, diese Strahlung zurückzuwerfen. Das ist offenbar noch weniger Terra Cognita. Das weiß man nicht, vor allen Dingen, man weiß nicht genau, wie man es einbringen kann. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du die Entwicklung der Meere beeinflusst. Das fängt schon bei CCS an. Du kannst die Meere düngen, dadurch das Algenwachstum erhöhen und Algen wiederum nehmen CO2 in ihrem Wachstumsprozess auf und die Senke Ozeane für CO2 steigt deutlich an. Schon konkret illegal durchgeführt, aber dann durch ein Machtwort beendet. Drei solche Dinge. Denn von der Meeresbewegung kannst du nämlich auch die Salzkristalle als Partikel wieder mitnutzen. Ich sage das mal ganz klar. Es gibt andere Dinge noch, aber ich bleibe mal bei den vier. Interessanterweise ist diese Diskussion im angelsächsischen Bereich außerordentlich intensiv. Britische Unterhaus hat da, wenn sie mal Zeit hatten, mal im Brexit, haben sie darüber nicht nur behandelt, sie haben sich auch eine gesetzliche Grundlage schon in etwa erarbeitet. Die Amerikaner sind außerordentlich daran interessiert, was ja auch ganz naheliegend ist. Wissen Sie,
wenn der Herr Trump sagt, wir haben zwar Klimawandel, dann sind wir alle erstmal hoch erfreut und sagen, er hat es auch verstanden jetzt. Hat er aber gar nicht, denn der nächste Satz ist immer, aber der Mensch ist nicht schuld daran. Denn wir haben immer Klimaveränderungen gehabt, aber wir sind zum ersten Mal der Menschengeschichte in der Lage, diese Klimaveränderungen durch Technik zu verhindern. Also, wir können das machen, auch wenn der Mensch nicht daran beteiligt ist. Du brauchst bei dem also nicht CO2 zu reduzieren, sondern du kannst es technisch moderieren. Unglaublich massive Probleme, wie sich vorstellen kann, in dem sogenannten Governance-Bereich. Wie handelt man das? Wer entscheidet denn darüber, was man wo injiziert und wie ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die damit verbundenen Konsequenzen regional sehr unterschiedlich sind? Als wir das zum ersten Mal mit Afrikanern diskutiert haben, sind die fuchsteufelswild geworden. Weil sie der festen Überzeugung sind, dass wiederum die Reichen, die dafür zuständig sind, dass wir diese Probleme haben, es so regulieren werden, dass bei ihnen das Klima sich wieder einpendelt und sie die negativen Konsequenzen haben, etwa Dürren und andere damit verbundenen Probleme. Wer also reguliert dieses neue globale Thermostat? Wo liegt das? Da sind wir schon praktisch bei der nächsten und letzten Vorlesung, die ich hier machen darf. Wie kriegst du denn solche Dinge in eine Welt hinein, die gerade Abschied nimmt vom multilateraler Zusammenarbeit? Wie kann man so etwas noch denken in einer Zeit, wo American first und alle sind first, aber sie sind alle betroffen von genau diesen damit verbundenen Konsequenzen? Also, wie sieht es aus? Kann man das machen, kann man das nicht machen? Ich glaube, dass der Ablauf recht deutlich zeigt, wie unterschiedlich sich das darstellt. Bei dem Carbon Capture, auch des Use, ist das eine Größe, wo ich Flexibilitäten mit drin habe. Selbst wenn ich dort falsch liege, kann ich das korrigieren. Ich kann alles dran setzen, das zu falsifizieren, ohne mir zu sagen, aber was machst du denn dann? Bei dem anderen ist es wohl sehr viel schwerer, sich zu denken, wie kriegst du denn das CO2 wieder raus, wenn es falsch ist? Wie kriegst du die Spiegel rein und raus? Welche regionalen Verteilungen sind da? Wo sind die Verantwortlichkeiten? Deswegen bin ich sehr davon überzeugt, wir sollten uns von diesen Dingen noch nicht mit dem Hinweis auf das Vorsorgeprinzip eine Mangel von wissenschaftlicher Kenntnis soll nicht kostenwirksame Maßnahmen verhindern, abdecken lassen. Dies wäre eine Überinterpretation genau dieser Fragestellung. Da treffen wir uns wieder bei dem, was zu erwähnen mir letztes Mal wertvoll war. Paul Crutzen selbst hat 2006 einen großen Aufsatz über die Albedo-Steuerung als ein neues Instrument, einen globalen Konflikt zu lösen, mit Fragezeichen dahinten veröffentlicht. Selbst er ist also, der ja gesagt haben, dass a daunting task in Scientists, in Engineers da ist, der Meinung, damit vorsichtig. Andere sind schon sehr, sehr viel weiter. In der Weltumweltkonferenz, die immer einmal im Jahr stattfindet, in Nairobi meistens, wo ich auch mal zu denen die Freude gehabt habe, haben die Amerikaner und die Saudis bereits den Antrag gestellt, Climate Engineering in dem Solar Radiation Management Dimension versuchsweise einzusetzen. Das haben sie da noch nicht hinreichend durchgesetzt. Es ist also noch nicht Instrument, aber so realistisch bin ich, dass wir dafür auch Belege bekommen werden, die dann ganz andererweise wirklich Entlastung für eigenes Tun darstellen. Das ist wohl wahr. Also dann habe ich schon lieber eine Zusammenarbeit mit anderen, weil mir der Vorwurf gemacht wird, mach es doch alles zu Hause. Nee, lass uns das da machen, wo es die besten Auswirkungen hat auf eine noch sinnvolle Erfassung der negativen Konsequenzen unseres Vorangehens im Klimabereich.
Lass es machen in einer Weise, dass du tatsächlich diese Stellschrauben auch wieder lockern kannst, ändern kannst, dass du die damit verbundenen negativen Effekte auch noch beseitigen kannst. Und wenn du in eine Reichtum hineingehst, wo zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass das, was wir an anderen Stellen immer wieder sehen, sich auch wieder niederschlagen wird. Dies setzt eigentlich starken Staat voraus. Und da sind wir wieder in dem Gesamtzusammenhang unserer drei Vorträge. Wer ist und wie weit sind wir denn in unserer parlamentarischen Demokratie in der Lage, dies zu machen? Ich zitiere ihn nur vom stellvertretenden Chefredakteur der Zeit, Bernd Ulrich, der geschrieben hat, der Staat wird heute durch international agierende Finanzkapital und die Internetriesen geradezu rumgeschubst. Sie geraten mehr und mehr ins Desastermanagement. Und erinnert habe ich mich daran, dass ich vor, glaube ich, knapp 2 Jahren dieses Büchlein von Umberto Eco gelesen habe, was ich Ihnen empfehlen kann. Das ist, Sie kennen Umberto Eco, Namen der Rose, also durchaus ein herausragender Universalgelehrter, muss man fast sagen. Und dieses Buch heißt Pape Satan. Das ist eine Aufsatz, hat er für eine italienische Zeitung, glaube ich, über 14 Jahre jede Woche ein Kurzkommentar geschrieben, und das erinnert an diese Zigarettenschachteln oder die Feuerzeugschachteln, wo Streichhölzer drin sind. Wenn Sie die aufkappen, haben Sie immer etwas weißen Platz. Also ganz kurz muss was schreiben. Davon hat er, glaube ich, 300 oder was hier drin. Also es ist eine gute Lektüre vor dem Einschlafen. Aber Sie schlafen dann schlechter ein und lesen noch das zweite und dritte dazu. Aber dann schlafen Sie ganz sicher. Und ganz am Anfang bringt er das, was mir auch ganz eng damit verbunden scheint und was wir, so glaube ich, in unserer Gesellschaft ein Stückchen mehr diskutieren müssten, auch in unserer gesellschaftlichen Standortbestimmung einbinden sollen. Das erste dieser kleinen Streichholzschachtel-Kommentare ist überschrieben, die flüssige Gesellschaft, nebenbei das Buch ist auch Chroniken einer flüssigen Gesellschaft oder die Kunst, die Welt zu verstehen, ist der Untertitel von diesem Buch. Und da schreibt er, die Idee einer flüssigen Moderne oder Gesellschaft stammt bekanntlich von Sigmund Baumann. Darauf hatte ich letztes Mal hingewiesen. Sigmund Baumann, ein der ganz großen Sozialwissenschaftler, verbindet das mit der Postmoderne. Diese markiert die Krise jener großen Erzählungen, die in Anspruch erhoben, der Welt ein Ordnungsmodell überstülpen zu können. Auch darauf sollten wir immer wieder hinweisen, habe ich getan. Ich bin ein dringender, wenn Sie wollen, Verfechter von kleinverteiligen Veränderungen mit Ziel, die man auch immer wieder korrigieren kann. Die man in der Zeit, in der wir sind, mit so viel Kenntnissen über das, was wir als Natur bezeichnen, eben nicht mit der großen Veränderung, mit der Big Transformation bewältigen kann. Und er schreibt, für Baumann zählt zu den Merkmalen dieser entstehenden Gegenwart die Krise des Staates. Welche Entscheidungsfreiheit bleibt den Nationalstaaten angesichts der Machtpotenziale der supranationalen Entitäten? Er verschwindet ein Gebilde, das den Einzelnen die Möglichkeit garantiert, die Probleme unserer Zeit aus homogenen Weise zu lösen. Und da kommt dann hinterher zu, dass es als Alternative einen hemmungslosen Egoismus gibt, Individualismus gibt. Und er sagt, dass das ersetzt wird durch einen Konsumismus, der gar nicht mehr darauf ausgerichtet ist, Besitz von Objekten der Begierde zu haben, sondern um daran sich zu ergötzen, sondern diese Objekte sofort nach dem Kauf obsolet machen, sodass der Einzelne in einer Art ziellosen Bulimie von einem Kaufrausch zum anderen taumelt. Den Kanzler
langsam noch zweimal lesen. Wir sind eben nicht mehr in dem gesellschaftlichen Zusammenhang, dass wir solche Dinge sicher handeln werden. Und deswegen ist die Verbindung in die gesellschaftlichen Verständnisse hinein so zentral wichtig. Ich halte das für das Lernen aus solchen Bereichen heraus. Die großen Ansätze, die großen revolutionären Ideen haben uns immer eigentlich in eine Situation gebracht, wo die Konsequenzen daraus nicht mehr zu lösen waren. Überall dort, wo man mit Ziel in einer klaren, aber kleinteiligen Form revolutionäre Veränderungen in die Wege geleitet hat, konnte man das tun, ohne den Menschen draußen vorzulassen, ganz im Gegenteil hineinzubinden. Und das müssen wir auch in der Klimapolitik haben. Wir werden nicht über den Menschen hinweg das entscheiden können, sondern wir können es nur mit den Menschen gestalten. Deswegen nicht in den Individualismus zu verfallen, nicht in die flüssige Gesellschaft, sondern in die Struktur einer auch ordnungsrechtlich wirklich durchgreifenden staatlichen Struktur. Das finde ich entscheidend wichtig, besser sogar als wieder zu entscheiden, wir brauchen eine neue Steuer, auch für CO2. Demnächst brauchen wir eine neue Steuer für das gleichgewichtige Thema der Artenverlustes. Nein, wir müssen das unter dem Gesichtspunkt sehen, dass solche Veränderungen auch angelegt sind, dass sie kleinteilig und deswegen von vielen Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen umgesetzt wird, sodass wir Klimastabilität mit gesellschaftlicher Stabilität verbinden können. Danke Ihnen sehr herzlich.